Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Infamous 1, dem Sony PlayStation 3 Klassiker. Ich habe richtig Bock, mit euch nochmal das ganze Game zu zocken. Wenn ihr auch Bock habt, dann seid gerne dabei. Lasst ein Like da, würde mich sehr freuen als Unterstützung. Und wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo. Ansonsten habt jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst uns anfangen. Let's go. Als ich das Bewusstsein verlor, konnte ich irgendwie die Stimmen der Sterbenden hören. Tausende wurden von den Gebäuden erdrückt oder verbrannten lebendig. Trish hat ihre Schwester verloren und fast mich. Sieg war immer da und überzeugt, dass ich aufwachen würde, während draußen die Stadt ins Chaos fiel. Eine Seuche ist ausgebrochen, gefolgt von Aufständen, Plünderungen, Vergewaltigungen, Selbstmord. In einem stümperhaften Versuch, die biologische Bedrohung einzudämmen, hat die Regierung die Stadt von der Außenwelt abgeschottet. Jetzt sitzen wir hier mit diesen Irren fest. Polizisten gibt es keine mehr. Sie sind entweder tot oder haben Angst vor den Gangs, die jetzt herrschen. Die Situation draußen war schlecht. Aber in mir drinnen, begann etwas. Zuerst war es unheimlich. Ich konnte mit niemandem sprechen. Doch mit der Zeit lerne ich, damit umzugehen. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Ich dachte, du wolltest Fernsehen. Mal wieder kein Saft. Bringst du den Kasten mal zum Laufen? Klar. Nichts leichter als das. Du musst sie wohl alle aufladen. Das Ding frisst Strom. Na klar doch, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Cole den gleichen Sprecher hatte wie Alan Wake. Okay. Geht alles los. Zeig bloß keine falsche Bescheidenheit. Das sieht gut aus. Weiter so. Das waren doch jetzt alle, oder? Nee. Schneller, oder was? Sehr gut! Okay. Er läuft wieder. Komisch. Irgendwie fühle ich mich jetzt stärker. Ja? Dann versuch die Dummies da zu braten. Hier laufen so viele Irre rum, da wäre es gut zu wissen, wie viel Ladung du drauf hast. Die Dummies, ey. Ja, draufhalten! Gerade die Mistkerle! Ja, das findest du geil, wa? Das findest du super. So, der ist aufblatt. Euch noch. Sehr gut. Das waren doch alle, oder? Hab ich noch einen übersehen? Muss ich die komplett platt machen, oder was? Nee. Was geht da jetzt ab? Hast du das gesehen? Der flog so tief, ich dachte schon, der stürzt auf uns. Tja, Freunde, lang ist es hey, her, das ne? Ist der TV-Jacker. Mit dem Game hier. Der Typ ist cool. Gerade haben wir von den Hilfspaketen erfahren, die über dem Archer Square abgeworfen wurden. Die Heuchler in den staatlichen Medien behaupten, dass wir unseren gerechten Teil bekommen. Das sagt sich leicht. Sie müssen nicht in diesem Dreckloch leben. In Wahrheit haben sie uns aufgegeben. Niemand wird uns retten. Holen Sie sich was von den Paketen, bevor die Reaper auftauchen. Stimme des Überlebens, N. Wusste, sie werfen Essen ab. Mann, sei doch nicht so naiv. Glaubst du wirklich, diesen Büro-Heinis liegt was an uns? Das ist ein PR-Gag. Das hindert dich aber nicht daran, dich vollzufressen, oder? Auf keinen Fall. Sieg muss essen. Du nimmst die Treppe, ich den Expressaufzug. Na klar, du darfst wieder cool spielen. Junge, ich spiel nicht cool, ich bin es. Okay. Ah ja. Wow, der absolute Hammer. Das war vielleicht ein Sprung, Mann. Ich wünschte, ich könnte das auch. Diese Treppenrennerei. Ich bin voll am Arsch. Bevor wir zum Archer gehen, muss ich einen neuen Revolver besorgen. Ah, jetzt kommt's. Nein, das war krass.
Als du ihn angefasst hast, hat der Strom in deinen Händen das Pulver entzündet und das Ding in die Luft gejagt. Kabum! Du hättest dein Gesicht mal sehen sollen. Ich hätte mir fast die Hand weggepustet. Und deshalb wirst du den neuen nicht anfassen. Ich habe dem Typen eine meiner Batterien dafür gegeben. Die explodieren, wenn du sie anschließt? Das weiß er ja nicht. Los, er hat gesagt, er deponiert die Waffe auf einem Parkplatz. Ein paar Blocks von hier. Hey, Cole, weißt du, was ich vermisse? Pizza. Eine große, saftige, vor Fett riechende Pizza mit Salami. Und Zahltag, ein dickes Bündel Scheine in der Tasche. Heißes Wasser würde mir reichen. Hey, weißt du noch, als wir von Duffy kamen und ich trinkbar musste? Und der Kopf mich angeschrien hat, ich soll die Hände hochnehmen? Du hast ihn vollgepisst. Er bestand ja auf die Hände. Während er sich abgeputzt hat, sprang ich ins Auto und wir sind los. Genial! Ja, genial. Bis es vor Cops nur so wimmelte. Wie gesagt, genial! Zu schade, dass wir sowas nicht mehr machen können. Es sei denn, jemand erfindet ein Auto, das nicht explodiert, wenn ich mich reinsetze. Tja, keine Ahnung, Gummiauto. Gut, Freunde, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesagt. Ich spiele das Spiel jetzt auf der PlayStation 5 über dieses Streaming-Ding, ja. Dementsprechend merke ich natürlich direkt wieder hier eine gewisse Verzögerung in der Steuerung. Das ist halt einfach so, denn ich finde, der Service, der läuft immer noch nicht 100% reibungslos. Ich habe eine 1-Million-Leitung. Dementsprechend sollte der Download auf jeden Fall stark genug sein und trotzdem habe ich diese Verzögerung. Trotzdem läuft es nicht immer 100% flüssig, weil die das irgendwie nicht hinbekommen. Aber sie haben ja jetzt angefangen, auch PlayStation 3-Spiele und ältere noch zum Download anzubieten, was einfach besser ist, weil dann hast du es auf der Platte, dann läuft es flüssiger. Es sieht auch besser aus, habe ich den Eindruck. Und es wäre natürlich geil, wenn die das nach und nach immer weitermachen. Zumindest für ihre eigenen Spiele. Das wäre schon mal etwas, was Sony machen könnte. Ja, das wäre schön. Oh Mann, er hat gesagt, er versteckt sie unter einem Auto. Ich dachte, es wäre nur ein Auto hier. Die finden wir nie. Zurück. Ich habe eine Idee. Na, der Cole hat richtig Bock. Zurück. Ich habe eine Idee. Verdammt! Mann, ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Da war dieser Schub. Du siehst gar nicht so gut aus. Hat sich auf einmal entladen. Moment mal. Hast du das gesehen? Lade ich wieder auf. Mann, du bist eine wandelnde Batterie. Du musst dich nach jedem Energiestoß wieder aufladen. Ich spüre, wie der Strom durch meinen Körper fließt. So, als würde ich dadurch geheilt. Das ist echt unglaublich. Los, gehen wir rüber zum Archer Square, bevor uns jemand die Bierchen wegschnappt. Die Bierchen wegschnappt. Hey, Süße. Hast du gehört, dass sie Essen abgeworfen haben? Ja, Sieg und ich sind auf dem Weg. Wie fühlst du dich? Ganz gut, glaube ich. Meine Kräfte wachsen ständig. Erst konnte ich kaum eine Glühbirne anmachen und jetzt springe ich von Häusern und brate Schrott auf Siegs Dach. Du springst von Häusern? Warum machst du sowas? Ganz ruhig. Mir geht's gut. Mach keinen Blödsinn. Nachdem das mit Amy passiert ist, könnte ich nicht... Ja? Wir sehen uns am Archer Square. Ich liebe dich. Ich dich auch. Tja, ja, warum springst du von Dächern her? Weil ich's kann? Was sind das für Fragen, Mann? Ey, ich finde auch, es sollte... Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Lizenzhelden-Games, aber ich finde solche Games auch ganz geil, wie Infamous, oder kennt ihr noch Prototype? Kennt noch jemand von euch Prototype? Wenn ja, schreibt's gerne mal rein. Da sollte es vielleicht auch mal endlich mal einen neuen Teil geben, ja. Das wäre auch geil. Weißt du, wo du so ein bisschen auch härter zur Sache gehen kannst, ja? Wo du auch ein bisschen dein eigenes Ding auch machen kannst, weißt du? Ich meine, wenn es deine eigene Lizenz ist, deine eigene Welt, dann kannst du ja machen, was du willst. Wenn es jetzt DC oder Marvel ist, dann musst du dich halt an gewisse... Oder solltest du dich zumindest an gewisse Regeln halten. Und gerade Prototype ist halt auch brutal hart, wa? Tut mir leid, Kumpel, aber du bist der Einzige, der einen Sturz überleben würde. Du musst da raufklettern und es runterholen. Ja, ich mach ja. Gut, dann klettern wir doch mal da hoch. Ja, ey, Prototype war auch schon
War auch schon ganz geil, ey. So, aber hier. Genau. Naja, also bei Infamous, ich glaube, da können wir es auch langsam aufgeben, dass da irgendwie was Neues kommt, zumindest von Sucker Punch. Aber auch das habe ich schon öfters jetzt gesagt, ne? Sony hat so viele Studios, die können auch genauso wie bei Sly Cooper, da wurde ja auch mal ein vierter Teil gemacht, auch nicht von dem Ursprungsteam, Sucker Punch hier in dem Sinne, oder in dem Fall, meine ich. Die können auch das einfach mal von anderen machen lassen, ey. Die haben doch genug Studios, weißt du? So, rostiges Metall, genau, okay. Ja, endlich was zu beißen! Ja, endlich was zu beißen! Verdammt, zu spät. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Die Reaper. Vor der Explosion waren es kleine Drogendealer und Junkies. Jetzt gehört das Neonviertel ihnen. Sie nehmen sich, was sie wollen. Das wird sich heute ändern. Sollen sie doch kommen, ey. Was? Geil. Ups, sorry. Ey, ich weiß auch noch nicht, ob ich gut oder böse spiele. Was soll ich spielen, ey? Mein Gut ist immer... Ja, ist halt Standard, ne? Die Serien sind echt brutal. Na, wo sind sie denn, die Schweine? Sollen sie kommen, ey. Komm doch. Komm, du Schweine, ey. Alles gut, Sieg. Ja, wie gesagt, ey, das wäre halt geil. Auf der anderen Seite... Ah, warte mal, wie ist der... Sieg, geh mal aus dem Weg. Wie war denn nochmal... Wie war das nochmal mit dem DLC zum zweiten Teil? Das war auch Open World, wa? Extra eine Open World. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist halt auch so eine Problematik. Wenn du ein neues Infamous machst, dann erwarten die Leute halt auch eine Open World. Und das ist natürlich auch viel Arbeit. Wir können 3 Wochen davon leben. Vielleicht länger. Wenn ich ein paar Leuten Stromschläge verpasse, flieht der Rest bestimmt. Dann wäre alles uns. Aber einige Leute verhungern vielleicht. Ja. Ich glaube, ich gehe wieder den guten Weg, Mann. Okay, komm. Ja, warum nicht? Eine ist auf. Essen wir. Eine gute Tat stärkt ihren guten Ruf. Ja. Ihr Rang ist jetzt Wächter. Ihre Karma-Stufe wird durch eine blaue bzw. rote Kurve in der Grafik oben links im Bild angezeigt. Böse Taten wie das Verletzen von Fußgängern bringen ihnen böses rotes Karma. Oh Junge, oh der PlayStation 3 Trophäen-Sound. Alter Leute, wie lang ist das her, Mann? Scheiße. Rotes Karma. Gute Taten bringen ihnen hingegen gutes... Ihre Karma-Stufe bestimmt, wie viele Leute auf sie reagieren, auf sie reagieren, welche Kräfte-Upgrades verfügbar sind und wie sie aussehen. Hey, Trish. Zum Glück hast du das Essen runtergeholt. Die armen Leute sind am Verhungern. Man tut, was man kann. Irgendwer musste ja helfen. Diese Idioten haben Dosenpflaumen abgeworfen. Wer bitte isst denn so ein Mist? Dosenpflaumen? Kann man eigentlich, speichern? Ich warte mal, ich guck mal kurz. Das Material wurde von einer Überwachungskamera bei Ground Zero aufgezeichnet. Du bist auf der Videowand. Unsere Stadt, unsere Leben zerstört. Jetzt wissen Sie, wer für Ihre Verluste verantwortlich ist. Wenn Sie etwas über diesen Mann wissen, sagen Sie mir Bescheid. Wir müssen die Stadt über diesen Terroristen aufklären. Er muss bezahlen. Schon mal als Terrorist bezeichnet worden? Ich kann mich nur erinnern, dass ich zur Arbeit gegangen bin. Dann bin ich um mein Leben gerannt. Aber das Video. Wo hatte ich das Paket her? Und warum sollte ich eine Bombe ausliefern? Für wen? Die Konsequenzen sind jedenfalls überall spürbar. Alles, was zwischen Trish und mir war, ist weg. Sie hat nichts gesagt. Keine Emotionen gezeigt. Ist einfach weggegangen. Aber dann haben die Menschen um mich herum angefangen, mich zu erkennen. Es wurde unangenehm. Sogar Sieg sah mich misstrauisch an. Wir haben beschlossen, uns auf der Stanton-Brücke zu treffen.
Wir wollen weg aus der Stadt. Hoffentlich kommt er. Denn im Moment habe ich nicht viele Freunde. Okay, Mission abgeschlossen. Null Stunts ausgeführt. Durch ihre Taten sind sie heldenhafter geworden. Okay. Gut, gut, gut. So. Ich werde mich rächen. Es wird zerstört. Ey, was soll das? Ich hab euch das Essen gegeben. Verschwindet. Schweine, Alter. Guck mal, so schnell ist alles vergessen, weißt du? So, Kräfte, warte mal. Können wir uns denn jetzt schon was holen? Ja, tatsächlich. Oder? Ja. Rechtschaffener Hieb. Etwas Energie wird wieder erlangt, wann immer ein Gegner getroffen wird. Ja, her damit. Raudis. Ah, nicht schlecht. Egal. Wir haben uns jetzt entschieden. Donnerschlag, das ist eine... auch geil. Auch geil. Hey Mann, bei Infamous ist wie gesagt so viel Potenzial noch. Wir können so viel Geiles noch machen. Aber ich meine, wenn Sucker Punch jetzt Ghost of Tsushima weiterführt, habe ich auch nichts dagegen, oder? Junge! Da dich alle hassen wie die Pest, müssen wir hier weg. Und zwar pronto. Wir treffen uns dort. Und Sieg, danke, dass du mir hilfst. Kein Thema, Mann. Ich werde mich doch nicht mit dir anlegen. Bis gleich. Du Schwein, Alter, was denkst du, wer du bist? Sau, du, nicht mit mir hier. Ja, was geht, Alter? So. Okay. Ja. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich hab das schon tausendmal gesagt, dass Sony einfach so schlecht mit ihren alten Marken und Spielen umgeht. Ich versteh's halt einfach nicht, wa? Vor allem spätestens seitdem sie diesen, auch diesen PlayStation Essential Dingsbums-Dienst haben hier extra und so. Also spätestens da wäre doch der Moment gewesen, dass sie mal ihr eigenes Angebot mal erweitern. Selbst da kommen sie nicht auf die Idee und sagen, ah, warte mal, wir haben doch noch etliche geile Games von damals, Alter. Vielleicht sollten wir die mal spielbar machen auf den aktuellen Konsolen, ohne Probleme. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Was meinst du, Jim? Nee, dann lass mal, das ist zu viel Arbeit. Oh Mann, ey. Ach ja, die Scherben. Soll ich jetzt schon anfangen, die einzusammeln? Ich weiß nicht. Die Scherben waren ja dafür da, also falls ihr das Spiel jetzt nicht kennt, dass wir unsere Energie verstärken. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal zur nächsten Mission. Sind die überhaupt schon ready? Auf der Map werden jetzt, glaube ich, nur... Diese Blitzdinger sind, glaube ich, jetzt nur erstmal Energiequellen. Die Scherben kommen, glaube ich, später erst, oder? Wie war das? Egal, wir machen erstmal die Mission. Ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich das auch gerade? Nee, glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst später, dann, glaube ich. Stamptonbrücke. Der schnellste Weg aus der Stadt. Falls wir an dieser wild gewordenen Meute vorbeikommen. Wir kommen hier schon raus. So oder so. Folge mir. Komm schon, Sieg. Wo bist du? Ist Sieg jetzt gegen das Auto gelaufen oder was? Tatsächlich. Hallo? Bleibt der jetzt hier stehen? Ist der jetzt verbuggt oder was? Ist der verbuggt jetzt? Der ist gegen das Auto gelaufen, jetzt kann er nichts mehr machen. Okay, ich laufe einfach mal vor. Wir befinden sich in einem gesperrten Bereich. Es kann tödliche... Wir müssen an den Spezialeinheiten vorbei, wenn wir heraus wollen. Ich könnte aus der Meute heraus ein paar Wachen einen Stromschlag versetzen, um einen Tumult auszulösen und sie von uns abzulenken. Das bedeutet leider, dass eine Menge Unschuldiger Prügel beziehen werden. Bitte lassen Sie mich raus! Ich will hier raus! Irgendwie hätte ich da Bock drauf, ehrlich gesagt. Egal, scheiße. Wir gehen jetzt den guten Weg. Okay? Naja, eigentlich eine gute Tat. Ja, komm. Ja, Junge. Der Trophäensammler, was ist los hier? So, ich hoffe, ihr habt mich diesmal nicht sofort wieder vergessen, dass ich euch geholfen habe hier.
küsst, heißt es, weil will er die erschießen direkt? Na, warum nicht? Vorsicht, Maschinengewehr! Ja, ja, okay, okay. Oh, hast du genug? Schwein! Au! Er hat alles gegeben, Junge. Warte doch, bis ich hier den Weg frei runter. Was ein Dulli, ey. Boah, ich merke halt leider, wie gesagt, diese Verzögerung, oder? Bei der Steuerung. Aber egal, wir kriegen es hin. Ich krieg's schon irgendwie hin. Weiter, 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 Leute! Was mit der Alten da links? Was mit der Alten da links? Mach die da in der Ecke. Ist da noch einer in der Ecke? Tatsächlich, der lebt ja noch. Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Hast du genug? Schwein, du. Nein, lass doch einfach los. Genau. Okay. Ach, der hatte auch ein Geschütz. Fuck, ich bin gleich tot, Mann. Der läuft ja noch, Hast du genug? Hinter dem Tor war eine Mauer aus Stacheldraht und Maschinengewehr. Sieg unternahm etwas. Er warf sich gegen das Tor zur Entsorgungsanlage und stürzte dann in den Hafen. Und ich bewegte mich schneller denn je. Die FBI-Agentin Moya hatte das Video von Ground Zero gesehen und hier auf mich gewartet. Sie wusste, dass ich abhauen wollte und Superkräfte habe. Sie sagte, ihr Mann John habe vor der Explosion versucht, die Erstgeborenen zu infiltrieren. Eine verdeckte Gruppierung, die an einem Projekt namens Strahlenkugel arbeitete. Es handelt sich um ein Projekt, das mehreren Menschen neuroelektrische Energie entziehen und diese in einer einzelnen Person bündeln kann. In der Nacht der Explosion verlor sie den Kontakt zu John und trotz aller ihrer Verbindungen schon bald auch die Hoffnung. Dennoch hat sie mich geholt. Sie schien Vertrauen in mich zu haben und hat mir ein Angebot gemacht. Ich soll zurück in die Stadt und John und die Strahlenkugel finden. Und sie hilft mir zu fliehen und meinen Namen wieder reinzuwaschen. Diese Strahlenkugelgeschichte klingt zwar verrückt, aber schließlich wurde ich plötzlich eine wandelnde Steckdose. Vielleicht ist also doch etwas Wahres dran. Ist das der einzige Weg in die Stadt? Aufgrund unserer neuen Partnerschaft habe ich mir erlaubt, die Frequenz ihres Handys zu klonen. Ich bin mit ihrer GPS-Ortung verbunden und kann jedes Wort hören. Na, super. Naja. Naja. Okay. Das Klettern war auch immer so eine Sache, ey. Man muss auch immer aufpassen. Dramatische Musik gerade hier, ey. Komm, schieß doch mal. Da stehen sie schon. Treffe ich sie von hier? Nee, anscheinend nicht.
Anscheinend nicht. Jetzt aber. Wenn ich sie nicht treffe, Junge. Das ist ja nicht mehr normal, Alter. Böse Lügnerzungen würden sagen, das ist doch wie immer. Da ist gar keine Verzögerung drin. Laber nicht. Das wären aber, wie gesagt, böse Lügnerzungen. Das seid ihr doch nicht, oder? Hört mal auf, ey. Genau, da sind sie doch. Explosionsscherben sind stark elektrisch geladene Erdstücke, die bei der Explosion der Strahlenkugel verstreut wurden. Ihr Einsammeln bringt Batteriekerne, mit denen, bla, keine Ahnung, wir mehr Energie haben oder was auch schon. So, für einen neuen Batteriekern brauchen wir noch ein paar. Oh mein Gott. Zu spät gesehen. Nochmal zurück, ich bin fast tot, ey, wegen der Scheiße. Ich hab's nicht gesehen, ich dachte, es wäre weg. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt. So, jetzt. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt hier an das Seil springen oder hochspringen? Wie war das nochmal? Ich glaube, ans Seil. Ich glaube, ich muss ans Seil springen, oder? Und dann da runterrutschen, ne? Cool. Klettern halt. Der Wasserdruck der Hauptleitung unter der Brücke ist abgefallen. Was ist da unten los? Die Reaver haben ein paar Rohre zerfetzt. Interessant. Ich werde das überprüfen. Oh, shit! Sagen okay. Sie? Okay. Mein Fehler. Na, sie will es halt untersuchen, ne? Dann schießen wir da schon mal alles runter. Gott! Finden Sie John und die Strahlenkugel und ich hole Sie da raus, ohne Fragen zu stellen. Aber wenn Sie mich hintergehen oder Dummheiten machen, werden Sie sich wünschen, Ihre Mutter hätte Sie niemals auf die Welt gebracht, Sie Armleuchter. Ist das klar? Ja, glasklar. Ja, warum so aggressiv, ey? So schlecht, Alter. Wirklich so schlecht. Ich sag ja, Klettern ist so eine Sache hier bei dem Game. So. Er hat's geschafft. Wahnsinn. Erste große Hürde überwunden. Cole? Mann, schön, dich zu sehen. Ja, Mann. Okay, wir sind wieder heldenhafter geworden. Ist doch schön, oder? Gute Arbeit am Tor, Dampfwalze. Verdammt, den Fall habe ich überlebt. Aber zurück ans Ufer zu schwimmen... Mann, ich bin doch nicht Michael Phelps. Aber schwimmen kannst du trotzdem. Hey, mach mal langsam, Blitzableiter. Sag mal, wie zum Teufel hast du das nur überlebt, Mann? Bei der Menge Kugeln, die da rumgeflogen sind. Ich hatte dich schon abgeschrieben. Gehen wir nach Hause. Ich erzähle es dir unterwegs. Und sie entzieht neuroelektrische Energie. Ich wusste es! Es stimmt, was ich gesagt habe! Alles ist wahr! Die Regierung macht gemeinsame Sache mit einer Geheimorganisation, die Strahlenkugel. Verdammt, jetzt ergibt alles Sinn! Beruhig dich, du tust dir noch weh. Die Strahlenkugel scheint allen Macht zu verleihen, die sie kontrollieren. Du musst sie finden. Klar, ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Träum weiter! Sieg Jedediah Dunbar ist sein eigener Meister. Dein zweiter Vorname ist Jedediah? Allerdings, nach meinem Großvater. Er war ein starker Mann, wenn auch nicht groß. Keine Ahnung, woher sie kommt, aber bestimmt... Du musst mal schlafen und baden. Ich habe etwas zu erledigen. Tja. Sieg Jedediah. Ich habe schon ein paar Anhaltspunkte für Sie. Die Koordinaten wurden auf Ihr Handy geladen. Rufen Sie an, wenn Sie dort sind. Okay, wichtig. Für erledigte Missionen, ausgeführte Stunts und Kämpfe bekommt man Erfahrungspunkte.
Die XP kann man für Kraft-Upgrades einsetzen. Für manche Kräfte-Upgrades müssen Sie die zusätzliche Nebenmission erledigen oder eine höhere Kammerstufe erreichen. Okay. Sehr gut. Schockwelle. Das haben wir doch. Die haben ja schon. Achso, ja, genau. Das ist die übergeordnete Kategorie, genau. Umgekehrter Magnetismus. Menschen im Zentrum der Schockwelle schweben kurzzeitig in der Luft. Hm. Ja. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ist jetzt nicht so mega krass. Mit den Aufprallradius. Eigentlich auch ganz geil. Ey, Rot sieht auch viel geiler aus. Ey, ach Mann. Warum spiele ich nicht einfach böse? Jetzt ist es zu spät gefühlt. Oder? Ich weiß halt auch nicht. Irgendwie auf der anderen Seite. Ach, keine Ahnung. Schadensminderung auch nicht schlecht. Nahkampf. Hm, auch nicht schlecht. Schneller Energie abzapfen. Auch nicht schlecht eigentlich. Mitten in der Action ist es schon ganz hilfreich, auf jeden Fall. Gigawatt klingen. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme erstmal schneller Energie abzapfen, ne? Ja, die Scherben. Ja, das ist halt so. Hm. Müsste man eigentlich auf jeden Fall ein paar Sachen einsammeln. Ein paar Scherben. So. Na gut. Wenigstens einmal ein Upgrade. Das holen wir uns mal gemeinsam und dann vielleicht. Ich habe jetzt nicht vor, das alles in einem Part durchzuzocken, das Game, aber jetzt auch nicht 20 Parts zu machen hier auf dem Kanal. Bisher habt ihr sicherlich jetzt schon auch gesehen, dass ich hier eher längere Videos machen will. Aber vielleicht schaffe ich es ja dann zwischen den Parts hier ein bisschen was zu sammeln oder sowas, weißt du? Oder im Part zwischendurch mal eine Pause oder so ein bisschen was einsammeln. Aber das holen wir uns jetzt einmal ganz kurz gemeinsam. Dass wir zumindest ein Upgrade haben jetzt. Nice. Weil das kann auf jeden Fall nicht schaden, Leute. So, wollen wir denn die nächste Mission hier auf dem Dach wahrscheinlich, oder? Hallo? Hallo? Die Mülltonnen halten mich auf. Ah, die Animation finde ich mir zeitgemäß. Aber ansonsten, wie gesagt, obwohl es im Streaming läuft, hält sich das noch einigermaßen, ja? Das war ja auch eins der ersteren PlayStation 3 Games. Ich finde es jetzt nicht pottenhässlich oder sowas, aber man merkt halt, welche Konsolengeneration das ist. Aber das ist halt meine allerliebste Konsolengeneration. PlayStation 3 und Xbox 360. Für mich die beste Konsolengeneration. Mit den krassesten Games, mit den krassesten Erlebnissen. Boah, einfach geil. So, seltsame Signale. Was jetzt? Ich empfange eine seltsame Störung von einem Dach in Ihrer Nähe. Gehen Sie der Sache umgehend auf den Grund. Wonach soll ich suchen? Gute Frage. Wahrscheinlich nach einer Art Sender. Rufen Sie an, wenn Sie vor Ort sind. Okay. Ja, komm. Ja, komm, ey, wenn die so vor mir liegt, weißt du? Dieses Klettern, Alter. Komm. Was ist dieses blaue? Das ist unser Ziel, glaube ich, ja. Hier müsste es doch gehen. Ja, komm. Ah, sehr gut. Gefunden. Sieht aus wie ein tragbares Audiolaufwerk an einer Satellitenschüssel. Können Sie über Ihr Telefon zuhören? Es ist völlig unverständlich. Eine verschlüsselte Nachricht. Aber ich kann sie nicht knacken. Versuchen Sie, noch eine zu finden. Okidoki. Gab's hier im ersten Teil gab's. Ach, scheiße. Dumm. Im ersten Teil gab's da auch schon dieses Schweben, oder? Mit dem Blitz. Doch, das müsste es eigentlich auch wieder schon gegeben haben. Das will ich auf jeden Fall, dass wir besser von Dach zu Dach springen können und gleiten können. Die Fähigkeit will ich euch als nächstes am besten, ne? Das macht's alles einfacher. Sag mal, dieser Pfeil ist aber nicht nur einfach Norden da oben, oder? Doch, tatsächlich. Scheiße. Jetzt hab ich's gesehen, in die Richtung.
Ja, warte mal, was schon mal? Da sehe ich doch jetzt. Ich wollte gerade sagen, totale Verwirrung hier wieder bei mir. Man kennt's. Orientierung wie Zorro aus One Piece. Man kennt's. Genauso krass wie Zorro aus One Piece. Auch das kennt man natürlich, klar. So, wir haben dich doch hier gesehen, hier in der Nähe. Ach, den meint er mit den grauen Außen. Ach so, ja, jetzt sehe ich so. Um den Radar herum. Aua. Au! Ja, wie viel Schaden machen die denn, Alter? Scheiße nochmal. Hier muss es doch irgendwo sein, ey. Ja, die nerven ja unnormal. Stirb. Hier muss es doch irgendwo sein. Komm, kletter doch hoch. Oh mein Gott, das klettert, Alter. Das habe ich hier nicht vermisst, auf jeden Fall. Das schafft er wieder nicht. Lass mal los, bitte. Hallo, geh mal drauf. Wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? Kopfschock, weiß Bescheid. So, Leiter. So, okay. Hier ist es doch endlich, mein Gott. Hören Sie das? Genau wie vorher. Ich lasse die Signale durch ein Entschlüsselungsprogramm laufen. Es ist fast geschafft, aber ich brauche mehr Input. Suchen Sie noch eine Datei. Ja, ja. Warte kurz. Oh, mit Schild jetzt schon, ja. Irgendwie erinnern die mich optisch jetzt irgendwie krass an die Anarchy-Leute aus DC. Oder aus Batman-Kosmos. Falls ihr euch noch erinnern könnt, die hat man ja auf jeden Fall auch gesehen in den Games. Hau ab. Ey, Batman nochmal zu Weihnachten spielen, hätte ich auch Bock. Aber Batman zocken hätte ich immer Bock. Habe ich auch wieder überlegt, aber nee, komm ey. Batman habe ich schon so oft gemacht, Mann. Außerdem ist es halt scheiße bei den alten Warner Games. Warner Bros. Games. Auch bei Herr der Ringe und so, Mittelerde meine ich. Und andere. Gibt es heutzutage übelste Probleme immer mit der Musik, Alter. Das ist auch übelste Abfall, Alter. Warte. Die Scherbe muss ich halt trotzdem, weißt du, kurz mal mitnehmen. Kennt ihr? Würdet ihr auch nicht vorbeilaufen, oder? Das ist die letzte. Ein Moment. Okay, das sollte reichen. Ich lade den Entschlüsselungsalgorithmus auf Ihr Handy. Damit können Sie die Nachrichten hören. Kessel hat die Strahlenkugel gesprengt. Das Mistding hat 5 oder 6 Blocks mitgerissen und etliche getötet. Die Strahlenkugel lag im Krater neben einem Jungen. Keine Ahnung, ob er tot war. Ich konnte nicht nachsehen. Werde mich irgendwo verstecken.
Wenn jemand das hier hört, dann holt mich hier raus. Bitte, Sie müssen mich retten, bevor Kessler mich findet. Verstehen Sie irgendwas? Unglaublich. Es ist John. Er muss über diese Dateien mit seinen Leuten kommuniziert haben. Wie bitte? Das heißt, dass es vermutlich noch mehr davon in der Stadt gibt. Sie müssen so viele wie möglich finden. Sie könnten uns verraten, wo die Strahlenkugel ist. Wenn ich John und die Strahlenkugel finde, bin ich raus, richtig? Ich kenne den Deal, Cole. Ich will nur sicher gehen. Okay. Gut, ein Stunt. Bester Stunt, tiefer Fall. Gut. Ey, wenn wir das gemacht haben... Weitere Audiolaufwerke werden verfügbar, wenn die Stromversorgung der Stadt wiederhergestellt wird. Okay. Gut. Gut. Okay, hätten wir die Mission auch mehr oder weniger souverän geschafft. Die Wegfindung war halt wieder mal das Problem. Aber gut. Was soll's, wa? Ist halt einfach so. Oh Mann, ey. Wie geht ihr... Das schreibt mir... Ohne Witz, das würde mich aber wirklich mal interessieren. Wie geht ihr das an bei so einem Spiel, wa? Ihr hättet jetzt schon die Möglichkeit, die ganzen Scherben zu sammeln. Und hättet ihr jetzt schon relativ früh die ganzen Vorteile. Würdet ihr erstmal die Story spielen und sagen, ey, ich will jetzt erstmal ein bisschen in der Story vorankommen? Oder seid ihr eher so Leute, ey, sobald es möglich ist, solche Sachen einzusammeln, die mir auch was bringen, vor allen Dingen, spielerisch, ich zieh erstmal los und sammle ein, natürlich, ist ja klar. Wie geht ihr an die Sache ran? Das würde mich mal interessieren. Aber es gibt bestimmt auch einige, die wirklich sagen würden, ey, ich zieh jetzt erstmal um die Straßen, durch die Straßen, sorry, um die Häuser und sammle erstmal so viel ein, wie es geht, ey. Ich mache mich hier erstmal richtig krass und andere wahrscheinlich, die so spielen würden, ach, ich spiele erstmal, mal schauen, wann ich es brauche und dann ziehe ich halt los. Oder nebenbei so, weißt du, wenn ich ein bisschen von Mission zu Mission laufe, dann ab und zu mal was einsammeln. Das, ja, aber jetzt nur extra jetzt erstmal eine halbe Stunde Scherben sammeln, muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ah, wie gesagt, mehr Energie wäre schon nicht schlecht, ey. Vielleicht sammle ich mal ein, zwei Sachen ein. Warte mal eben kurz. Okay, Freunde. So, machen wir weiter. Ich habe jetzt noch mal ein paar Scherben gesammelt, dass ich noch einen weiteren Punkt freigeschaltet habe. Und jetzt können wir direkt die nächste Mission angehen. Blutspur. Okay, Moya. Was jetzt? Einer meiner Kontakte, ein Elektriker namens Brandon Carey, hat sich gestern nicht zurückgemeldet. Er ist sehr wichtig. Sie müssen ihn finden. Er wurde zuletzt in der Straße gegenüber ihrem Standort gesehen. Okay. Machen wir das doch. Okay. Ja, ich denke, so ab und zu, wie gesagt, ein paar Scherben mitnehmen. Nebenbei auf jeden Fall. Vielleicht zwischendurch auch mal, dass ich alleine auf die Jagd gehe. Nur eine tote Frau. Eine Frau? Das ergibt aber keinen Sinn. Moment mal. Reaper! Nein! Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Wo bringen Sie ihn hin? Brandon! Wow. Was ist passiert? Ich hatte eine Vision. Die Reaper haben Brandon gekidnappt. Das ist seine Frau, Lene. Ich sehe das Echo von jemandem, der wegläuft. Hinterher. Wir müssen wissen, was passiert ist. Er sieht das Echo von jemandem? Ah, da, ja. Bleib hier. Nicht so schnell, Mensch. Nicht so schnell. Warum ist Cole eigentlich so langsam, ey? Okay. Hab ich ihn? Ja. Ist aber schon frech, wie schnell ich da Schaden. Also richtig Schaden. Ich bin ja fast schon wieder gestorben gefühlt. Ja. Ja, kommt ruhig her.
Ach, neben mir ist auch noch einer. Du Sau, du, geht doch weg, ey. Wie die dann auch fast reinlatscht. Was, ey, die dumm aus? Also, wenn sie dazwischen geraten, weißt du, dann kann ich ja auch nichts mehr führen, weißt du? Nimm schon ab, verdammt! Was ist los? FBI-Agenten, Mann, das ist los! Die beobachten uns die ganze Zeit. Sie haben sogar auf dem Dach rumgeschnüffelt. Unten hat einer an der Wand gelegt und einen frischen Apfel gegessen. Wo zum Teufel hat er den her? Keine Ahnung, Sieg. Aber wenn wir hier raus wollen, müssen wir da durch. Oh Mann, sei nicht naiv! Sie benutzen dich, solange es geht. Aber sobald du deine Pflicht getan hast, schwupps, bist du weg vom Fenster. Für immer. Ich glaube, dieser Verschwörungskram hat dein Hirn vernebelt. Kein Grund, unfair zu werden, Alter. Ich sage es nur, wie es ist. Sei vorsichtig. Tja, ja, im Prinzip will er uns ja nur warnen, wa? Und dass sie jetzt nicht unbedingt glücklich sind, wenn wir hier noch unterwegs sind, weißt du? Das kann man sich ja, denke ich, auch vorstellen. Ah, wo bist du? Da ist ja noch einer. Weg, weg! Energy! Alter Schwede. Was zum Teufel ist passiert? Das ganze Neonviertel ist dunkel. Einer dieser Verrückten hat eine ganze Verteilerstation hochgejagt. Mann, ich glaube, mein Schädel platzt gleich. Ihr Körper reagiert darauf, dass kein Strom mehr da ist. Sie müssen sich zusammenreißen und Carrie finden. Wir brauchen Strom, sonst können wir die Reaper nicht aufhalten. Verschwinden Sie! Wer bist du? Komm, 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 lauf, lauf, lauf. Okay, ich habe das Echo bis in die Kanäle verfolgt. Die Reaper haben bestimmt Carries Hilfe gebraucht, um den unterirdischen Transformator abzuschalten. Finden Sie den Transformator und bringen Sie ihn wieder zum Laufen. Falls die Leitungen zerstört sind, müssen Sie sie reparieren. Alles klar. Das ist, wonach ich gesucht habe. Oh yeah. Wie das aussah. So. Kontaktfähigkeit freigeschaltet. Sehr gut. Helfen Sie mir! Danke. Hey, Janet, sind Sie da? Machen Sie auf! Der Typ ist okay! Sie müssen die Reaper stoppen! Sie haben einen Elektriker dabei und töten jeden, den Sie hier finden. Ja, ja, ich mach das schon. Der Transformator läuft. Was jetzt? Starten Sie die Verteilerstation neu, indem Sie den Schwingungsregler an der Vorderseite aufladen. Das sollte die Stromversorgung wiederherstellen. Ich kann sie verschwinden lassen. Danke. Ja. Sehen Sie mal vor. Bioabsorber? Hat die sich jetzt wieder hingeschmissen? Ich stehe in deiner Schuld. Ah, Junge, das Feuer! Ach, komm, scheiß auf euch, ey. Na, hast ja recht, ey. Bioabsorber ist doch bestimmt böse, oder nicht? Verletzung, Tötung? Oh, shit. Na gut. Ja, irgendwie will es nicht so. Und es sah so aus, als hätte ich die geschockt, damit die wieder laufen kann. Und dann hat sie sich einfach wieder freiwillig hingeschmissen, damit die von Cole nochmal berührt wird. Ja. Weil so gekriebelt hat. Nein! Sie hat kaum was gesagt. Und als ich dich erwähnt habe, dann ist sie mir fast an die Kohle gegangen. Sie glaubt, ich habe ihre Schwester getötet. Mann, das mit der Paketbombe war doch nicht deine Schuld. Du hättest draufgehen können.
Kapieren Sie das endlich? Tja, nicht sehr bald, fürchte ich. Bis später. Warum jemand drauf jetzt hier? Wie gesagt, dieses Gleiten, das brauchen wir unbedingt. So, das war Kreis drücken. Okay, Elektrofessel, sehr gut. Haben Sie Probleme bei der Orientierung da unten? Na, ich mache schon seit 4 Jahren Stadterkundung. War in jedem Winkel der Stadt und kenne die Kanäle wie meine Westentasche. Sehr gut. Verdammt dunkel hier alles, ey. Wie kommt er denn jetzt eigentlich weg? Naja, nicht mein Problem. So. Na gut. Danke, Mann. Gerne, Mann. Was machen Sie? Wurden Sie gesehen? Ich muss die Verteilerstation hochfahren. Sind Sie wahnsinnig? Die Reaper werden meine Frau töten. Hier kommt niemand rein. Machen Sie die Tür auf. Vergessen Sie's. Ich habe die Tür verbarrikadiert. Hier kommt niemand rein oder raus, bis sie sicher ist. Armer Kerl. Denkt immer noch, dass er Lin-A beschützt. Trotzdem muss ich da irgendwie reinkommen. Ich kann ihm entweder einen Stromschlag verpassen oder ihm sagen, dass seine Frau tot ist und hoffen, dass er nachgibt. Okay. Lin-A ist tot. Erschossen. Woher kennen Sie Ihren Namen? Sie müssen jetzt stark sein. Ich habe Ihre Leiche gesehen. Niemand konnte etwas tun. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen dürfen. Ja, es tut mir so leid, Lin-A. Hören Sie. Ich kenne Ihre Fähigkeiten. Sie müssen sie töten. Sie müssen sie alle töten. Ich tue, was ich kann. Versprechen Sie es. Das ist ja auch wirklich ganz wilde Entscheidung. Entweder ihn töten oder ihm sagen, dass seine Frau tot ist. Also, wow. Ich finde immer so bei... Ich meine, gut, okay, das war jetzt diese Entscheidung. Weißt du? Aber auch die mit den Essen, die sind jetzt nicht unbedingt die besten Entscheidungen so mäßig, dass du dann ins Grübeln kommst. Ah, was mache ich jetzt? Weil das sind immer die besten Entscheidungen, wo du dann wirklich... wo du denn wirklich überlegst, wo so ein bisschen die Grenzen verschwimmen. Wisst ihr, was ich meine? Wo es wirklich eine harte Entscheidung ist, weil das ist ja so... Ja, keine Ahnung. Warum sollst du ihn sofort töten, wenn du ihm einfach sagen kannst, ey, deine Frau ist tot, und dann macht er sowieso freiwillig die Tür auf, weißt du? Das ist jetzt nicht so... Boah, krass, Alter, ich werde jetzt vor die übelste Entscheidung getroffen, geworfen. Oder in die Entscheidung, ich muss eine krasse Entscheidung treffen. Gute Arbeit. Die Stromversorgung in North Beach ist wieder hergestellt. 3 Verteilerstationen arbeiten allerdings noch nicht wieder. Ich markiere sie auf ihrem GPS, wenn ich sie finde. Ja, mach das mal. Da gibt es einfach härtere Entscheidungen, wo du denkst, ah, scheiße, Mann, ey. Hätte ich doch das andere gemacht. Wenn du schon so ein Karma-System mit reinbringst. Das geht auf jeden Fall besser. Lasst mich doch einfach in Frieden. Was natürlich auch geil war in Infamous Second Son, war dieses Rauch, weißt du, dieses Rauchding unten in diesen Luftzufuhr reinballern und oben auf dem Dach kommst du raus. Das war natürlich sehr entspannend im Vergleich hier zu klettern, weißt du? Aber gut. Cole, ein Sanitäter in ihrer Nähe hat angerufen. Die Reaper haben sein provisorisches Versorgungslager überrannt und er braucht Hilfe. Ich kann nicht jedermanns Probleme lösen, Moya. Das nicht, aber er könnte ihnen vielleicht auch einen Gefallen tun. Okay. So, starten, eine Mission zum markierten Sanitäter gehen. Ja, machen wir. So, was denkt er sich eigentlich da oben?
muss sagen, es läuft einigermaßen eigentlich mit diesem Streaming-Ding gerade. Ist okay. Au. Aber wie gesagt, es wäre halt geiler, wenn du das runterladen kannst. Weißt du, ich kann es mir wirklich nicht beim besten Willen vorstellen. Klar, das System ist anders gebaut. PlayStation 3 und so hat eine ganz andere Struktur gehabt als PlayStation 4 und 5. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht softwaremäßig möglich wäre, mit der Power der PlayStation 5 spätestens einfach einen Emulator auf das Ding zu packen. Du kannst auf dem scheiß Handy, vor 10 Jahren kannst du Emulator-Games zocken, weißt du? Da gab es schon Möglichkeiten, Emulator-Spiele zu spielen. Das wäre bestimmt möglich. Wenn man es wirklich drauf anlegen würde, würde es bestimmt gehen. Aber dann, das wäre halt, Mann, das ist halt immer so das Ding. Ich meine, wir haben ja jetzt schon wieder erst vor kurzem wieder einen Remaster, ein unnötiges von Sony bekommen. Da sind ja die Kings drin, ne, gefühlt. Krasser schon. Es gibt nur einen großen Konzern, der es noch krasser macht, und das ist Nintendo. Aber da kannst du nicht sagen, ey, ihr müsst wie bei Sony PlayStation 4 Spiele jetzt auf der PS5 nochmal remastern. Die kannst du ganz easy spielen. Aber so gerade so alte Spiele, Infamous und so, auch hier, auch im Angebot von diesem hier PlayStation Extra und so weiter. Ich habe zum Beispiel nachgeschaut, Resistance 3 gibt es und den PSP-Teil oder PS Vita-Teil, den gibt es, aber Resistance 1 und 2 gibt es nicht. Hä? Macht überhaupt gar keinen Sinn, oder? Das ist ganz komisch, also, was sie da machen. Die Reaper greifen weiterhin meine Klinik unten an der Straße an. Können sie sich der Sache annehmen? Nathan Drake! Alter. Oh shit. Aus Versehen ein. Man kann der hier vorne mal drauf gehen? Ohne Scheiß. Richtig wild entschlossen, ey. Auf Drogen wahrscheinlich. Ich sehe dich. Okay, was haben wir hier? Gebiet erobert. Ach so, Neonviertel, 2% abgeschlossen. Okay. Klinik freigeschaltet. Wenn Sie in diesem Gebiet schwer verletzt werden, können Sie sich in dieser Klinik noch holen. Wow. Da sind noch andere, die Hilfe brauchen. Halten Sie Ausschau nach ihnen. Okay. Hä? Was habe ich denn jetzt Böses getan? Ich habe einen aus Versehen abgeschossen, einen Zivilisten, aber das war doch. Ist egal. Scheiße. War jetzt nicht meine Absicht, aber gut. Oder habe ich noch mehr erwischt? Kann ich mitbekommen. Naja, Leute, was soll man machen? Wie gesagt, ich fände es halt geil, auch so für die Jüngeren, auch unter euch so, wenn ihr die älteren Spiele einfach easy nachholen könntet. Obwohl, es ist halt die Frage, wie viele wollen das eigentlich, weißt du? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie. Keine Ahnung. Und wenn ich Jüngere sage, meine ich ja nicht nur 12-Jährige, sondern mittlerweile auch 20-Jährige oder sowas, weißt du? Die vielleicht auch sich denken, Alter, geil, man, ich habe, wie gesagt, das beste Beispiel ist immer God of War. God of War 2018. Es sind so viele bestimmt damit eingestiegen, wo ich mir denke, Junge, dann biete doch die anderen Spiele auch an. Die sind doch so geil, Alter. Die müssen die Leute erleben, unbedingt, ey. Aber vielleicht ist es ja jetzt endlich, oder wird es jetzt endlich wahr, dieses Gerücht, dass es eine God of War Collection geben soll. Das wäre natürlich das Beste, ne? Wenn es jetzt endlich mal kommen würde, so eine fette God of War Collection. Warte mal, die hole ich mir. Was ist denn jetzt los? Sobald ich im Feindesgebiet bin, bin ich hier ein bisschen benebelt oder was? Wie sah das denn jetzt komisch aus? Alter, ich werde sofort von allen Seiten beschossen, ey. Warte mal eben kurz. Warte mal, wie rufe ich die Map hier auf? So. Feindesgebiet. Ach, ist das. Also, das ist sogar noch so ausgegraut. Da wird es direkt ein bisschen härter oder was? Na gut, nächste Mission. Hoch oben. Hallo Moya, ich bin auf Position. In Ihrer Nähe ist ein Mobilfunkmast. Finden Sie ihn und laden Sie ihn auf. Angst, dass ich Ihnen abhaue? Ohne den Mast verschwinden Sie aus dem Netz. Das geht nicht. Ah, verdammt. Ich sehe verschwommen. Tatsächlich, ja. Okay. Aber warum?
Jetzt müssen Sie die Stromversorgung in diesem Teil des Neonviertels wiederherstellen. Ihr GPS zeigt Ihnen den Weg. Aber Vorsicht, in der Gegend wimmelt es von Reapern. Die werden mich platt machen. Ich sehe kaum was und das Aufladen des Masts hat mich ausgelaugt. Laden Sie auf den Dächern und meiden Sie die Reaper. Falls Sie kämpfen müssen, suchen Sie nach Notgeneratoren. Da oben müssten Sie welche finden können. Wegen Ihnen gehe ich noch drauf. Rufen Sie an, wenn Sie im Kanal sind. Na gut. Ach, deswegen sieht er so verschwommen, weil hier keine Energie für ihn ist. Generator Energie tanken. Ja, komm, aus den Autos kannst du es auch ziehen. Aber nicht viel. Wo will der mich denn jetzt haben, jetzt hier eigentlich? Au, au. Will der jetzt auf Krampf, dass ich das mache, oder was? Ich hab doch jetzt Energie wieder, was willst du von mir? Maul, jetzt kletter mal da hoch, Mensch. Anna! Hallo! Danke! Nein? Was hat er gesagt? Hier stinkt was? Ja, waschen mal. Hier ist er doch. Okay. Ja, anscheinend wollte das Spiel das unbedingt, dass ich das einmal mache. Und dann ist Ruhe erstmal. Halt dich doch fest, Cole. Halt dich doch fest. Nimm es mit. Sehr gut. So, jetzt zum Ziel. Au, au. Lass los, lass los. Eigentlich so Kletterpassagen sind eigentlich auch ganz nice, so zur Abwechslung, ne? So. Okay. Die Blitzgranate oder was? Schockgranate. Hindernis mit Schockgranate zerstören. Paket hätte, das ich schleunigst ausliefern sollte. Also habe ich es getan. Er behauptet nur, du hättest es ausliefern können. Niemand sonst.
Das war überhaupt ein Scheißjob mit mieser Bezahlung. Und als ich ankomme, ruft jemand an und sagt, ich soll das Paket öffnen. Und als nächstes wache ich in einem Krater auf. Tja, immerhin hast du jetzt Superkräfte. Und keine Sorge wegen George und den anderen Idioten. Ich regle das. Immer diese Klatschtanten. Jetzt los. Was war das denn? Konnte irgendwie kurzzeitig nicht nach vorne laufen. Au, au, au. Hab ich ihn erwischt? Au! Verdammt, ey, warum läuft er denn? Also, da habe ich nicht hingezielt, Mann. Scheiße. Ja, 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 kommt ruhig. Weg. Einmal aufladen, bitte. Easy. Gute Arbeit, Cole. Okay. Ich komme da kaum raus, werde ich direkt schon wieder beschossen, ey. Ihr Ratten, Alter! Ich weiß jetzt, warum die Reaper die Wasserrohre unter der Brücke zerstört haben. Sie haben das Wassersystem isoliert und die Seuche in jedes Haus der Stadt gepumpt. Wer davon trinkt, wird krank. Oder Schlimmeres. Na toll. Ja, und es kommt noch besser. Berichten zufolge ist Smith Fountain bereits verseucht und es soll viele Opfer geben. Gehen Sie dorthin und überprüfen Sie das. Dann überlege ich, was zu tun ist. Okay. Hey Mann, das glaubst du nicht. Weißt du noch diese Stadtteile, die du gesäubert hast? Jetzt ist die Kriminalität gleich null und die Leute hängen Poster von dir auf. Ich tue, was ich kann, Sieg. Kein Grund, mich zu feiern. Ich weiß, Mann, ich weiß. Trotzdem ist es cool. Jo, klar. Das ist doch super cool, Mann. Ist das hier so eine Nebenmission, ne? Der Betrüger. Ein Reaper-Konduit im Park hat sich als Spaziergänger getarnt. Ein Reaper im Park? Junge. Alter, die Fresse, solche Gesichter vermisst man nicht, ja. Ja, mach einfach, das musst du auch mal aushalten. Junge, du feige Sau. Geht doch. Ja, komm, 100 EP, weißt du? Muss man mitnehmen. Gebiet erobert, auch gut. Hey Cole, die Kriminalität ist stark zurückgegangen. Schön dich zu sehen. Mach weiter so. Schön dich zu sehen. Ey, ich liebe auch diese alten Sony-Sprecher. Ne? Bei dem muss ich natürlich immer sofort an Sly Cooper denken, ne? Ist ja klar. Er ist nämlich Dingens Bentley. Genau. Bentley, doch, Bentley, natürlich, die Schildkröte. Bentley, die Schildkröte, Mary, das Nilpferd und Sly. Der kleine Washbear. Yo, sofort vernichte dieser. Ah,
Schnapp sie dir. 9 Stück noch. So, okay, warte mal eben kurz. Kräfte, wie viel haben wir denn jetzt? Ja, was, wir haben 3000 EP? Okay, nice, nice, nice. Schockwelle, Schockwelle könnte man machen. Warte mal, die Überlastungs... Ach, guck mal hier, 5 Leben bis zum Baum, ja. Ja, deswegen ist es schon nicht schlecht, man. Schockgranate. Donnerschlag. Schadensminderung. Ja, komm, Schadensminderung. Mindert Schaden, der zugefügt wird. Nehmen wir das auch mal. Auch das kann nicht schaden, auf jeden Fall. Erschreckenderweise, wie viel Schaden ich hier kriege, ey. Und wie gesagt, so perfekt spielen wie sonst geht es halt nicht, weil es ist halt, wie gesagt, einfach eine kleine Verzögerung drin. Es ist halt einfach faktisch so. Was soll ich machen? Ey? Ist natürlich keine Ausrede, ich spiele trotzdem natürlich wie ein Jüngling, Junge. Ein krasser, junger, auserwählter Padawan, der quasi einfach hofft, dass er niemals in einer der neuen Disney-Serien verwurstet wird. Junge, ich sag dir ganz ehrlich, ey. Dann lieber von Anakin abgeschlachtet werden im Tempel, Alter, als dass du irgendwann Jahre später in einer scheiß Disney-Star-Wars-Serie auftauchen musst. Und dann zum Trottel gemacht wirst. Dann lieber vom Auserwählten kaputt gemacht werden. Dann hast du es wenigstens schnell hinter dir, weißt du? Er checkt gar nichts, er checkt nichts. Zack, zack. Ja, scheiße, wa? Scheiße gelaufen für dich. Selber schuld. So, 5 XP haben oder nicht haben, ne? Na, sag ich doch. Nächste Mission. Na komm. Sieht nicht gut aus, Moya. Hier sind überall Kranke. Und das Wasser im Brunnen ist schwarz. Okay, gehen Sie hin. Wir müssen dem irgendwie ein Ende setzen. Okay. Komm schon, atme, atme. Was machst du denn hier? Ich soll für Moya überprüfen, was mit dem Brunnen ist. Wer ist Moya? Nicht so wichtig. Hör zu, Trish. Ich weiß, was der Kerl über mich gesagt hat. Du hast meine Schwester auf dem Gewissen. Ich schwöre, ich wusste nicht, was in dem Paket ist. Ich will's nicht hören. Du willst helfen? Gut. Schließe das Ventil da drüben. Es ist blockiert. Ich kann es nicht drehen. Darüber gelangt der schwarze Teer in den Brunnen. Nein, es ist in deinen Augen. Ich habe Lösungsmittel im Auto. Komm mit. Ich habe dich beobachtet. Komm. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Mit Freude. Wer ist das? Sie hasst dich. Abgrundtief. Deine Macht macht ihr Angst. Still. Danke. Ich helfe dir nur dieses eine Mal, Cole. Wenn du das Zeug nochmal abkriegst, kannst du warten, bis es von alleine weggeht. Ja, okay, alles klar. Ich habe mich um den Brunnen gekümmert. Ich musste das Zuführventil zudrehen. In der Gegend gibt es 2 weitere Hauptwasserleitungen. Alles klar. Ich drehe sie ab. Mal sehen, was passiert. Okay. Das ist natürlich... ja. Vielleicht aus der heutigen Sicht nicht immer so beeindruckend, was hier passiert gerade, ne? Oder wie es passiert. Aber mir macht Spaß, ey. Mir macht Spaß. Es ist halt, wie gesagt, auch... Wie alt ist das Spiel, Mann? Wann kam es raus? 2006, 7, 8 oder so? Das ist ewig her, Mann. Ewig her.
dass Sucker Punch sich ja deutsch gesteigert hat, das haben wir ja auch gemerkt, ne? Muss man auch mal sagen, ja. Das muss man auch mal sagen. Spüre deinen Liebeskummer, Kuro. So viele Gefühle, vollkommen ausgesehen. Warum liebst du sie? Sie ist nicht gut genug. Du hast Besseres verdient. Oh, halt den Mund! Du bist ganz alleine, Cole. Niemand mag dich. Das Mädchen nicht. Wenn ich das Ventil drehe, spritzt mir eine Ladung Dreck ins Gesicht. Dann drehe ich durch und höre wieder Stimmen. Vielleicht sollte ich diesen Kerl dazu bringen, es zu machen. Der fette Kerl auf dem Dach nicht. Die Frau unter der Brücke nicht. Der fette Kerl unterm Dach? Was? Lass Sieg in Ruhe, Mann. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Ah, ja. Du kannst mich nicht ewig. Verdammt nochmal! Verschwinde! Irgendwann entsteht ein Riss. Er wird sich ausbreiten und immer größer. Und dann zerbröckelt eine Mauer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kann er uns retten? Ja, klar. Die Ventile sind zu. Jetzt müssen Sie herausfinden, wie diese Irren den Teer ins System schleusen. Die einzige Hauptleitung hier verläuft unter dem Memorial Park. Suchen Sie im Tunnel danach. Naja, ich bin auf dem Weg. Jetzt haben wir nämlich nur die Hälfte unserer Energie, wie ihr oben seht. Du weißt nicht, was Liebe ist. Wahre Liebe. Ich werde es dir zeigen. Dann wird der Mistkerl sehen, was er verloren hat. Schlag den doch. Was halt denn die aus, Mensch? Fress die Granaten! Hab ich überhaupt einen erwischt? Ja, davon ist echt. Ist der überhaupt einer echt? Ich glaube einfach. Ein Tanklaster ist mit dem Rohr verbunden. Er ist die Quelle der Seuche. Zerstören Sie ihn. Verdammt, was ist das für ein Zeug? Ein Mittel, um Gedanken zu kontrollieren. Scheint organisch zu sein, aber keine Ahnung, wie sie es herstellen. Ja, mich hat es ganz schön fertig gemacht. Ich gehe zurück zu Sieg. Mir dröhnt der Schädel. Okay. Ja. Auch die Mission ist erledigt. Uns dröhnt der Schädel. Als haben wir die ganze Zeit nur die Hälfte der Energie. Muss ich jetzt einmal in so eine Klinik gehen, oder was? Ich weiß gar nicht. Aua, 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 aua. Was hat er gesagt? Von sowas kriegt man einen Schädeltrauma? Was hat er gemacht, Alter? Hat jemand eine Kamera? Ich weiß gar nicht. Klinik. Bin ich wieder... Geht das? Weiß ich gar nicht. Oder ist storymäßig? Könnt ihr einmal ganz kurz zur Klinik gehen, ne? Spaß
spaßeshalber. Können wir das ja einmal ganz kurz schnell machen. Sollen hier auch mal was dafür tun, weißt du, dass ich die gerettet habe, die alle. Das kann einfach nicht sein. Wie komme ich denn? Wie kann ich mich denn? Wie geht denn das bei der Klinik? Wo ist denn der Eingang? Oder muss ich mit irgendjemandem reden? Hier wird gar nichts mehr angezeigt. Nice. Wahrscheinlich wirklich umsonst, oder? Oder doch übers Dach? Nee. Ja, wahrscheinlich wird das sowieso storymäßig gleich aufgelöst. Na komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Hat sie das gesagt? Ich muss zum Tennismatch? Scheiße, jetzt komm hier, du bist genug aufgeladen. Jetzt hast du wieder Energie genug. Okay, Freunde, also ich habe jetzt noch mal ein paar kleine Scherben eingesammelt, aber wirklich wenige. Ich habe eher jetzt noch mal ein paar Nebenmissionen gemacht. Lass uns einmal ganz kurz gucken. Jetzt müsste ich eigentlich... Habe ich nicht 5? Ah, wahrscheinlich habe ich genau 4 jetzt oder sowas. Oder? Oder müssen das 5 gute Missionen? Ist auch egal. Ein bisschen was gemacht, aber nicht viel jetzt. Du darfst den Agenten die Strahlenkugel nicht geben, Alter. Ich habe keine Wahl. Mein Gott, weißt du, was sie damit anstellen werden? Besonders, wenn das Pentagon in die Sache verwickelt ist. Es ist die ultimative Waffe. Hast du einen besseren Vorschlag, Jedediah, sie unter dem Sofa verstecken? Nur meine Mutter nennt mich Jedediah. Naja, egal. Hör zu, ich schlage vor, wir öffnen das Ding und verleihen allen Macht. Es ist die einzige Möglichkeit, uns zu schützen. Tja, ich glaube, dafür ist es zu spät. Ich habe die nächste Verteilerstation auf Ihrem GPS markiert, Cole. Sollte ich nicht nach John und der Strahlenkugel suchen? Sie müssen weiterdenken. Jedes Mal, wenn Sie in einem Stadtteil die Stromversorgung wiederherstellen, steigen Ihre Kräfte. So können Sie Ihre Zeit gut nutzen. Ich melde mich, wenn Sie die Verteilerstation am Netz haben. Ja, das stimmt allerdings. Wir brauchen mehr neue krasse Fähigkeiten, ne? Und mehr Energie. Für einen neuen... Oder habe ich doch... Ach doch, warte mal. Einen habe ich freigeschaltet. Ein Energieding habe ich freigeschaltet. Und wie ihr seht, habe ich jetzt auch wieder meine volle Energieleiste. Ich habe sie nie gemacht. Ich hoffe, du redest nicht von mir, ey. Okay, wir haben hier direkt wieder den Smog, ey. Erinnert auch so ein bisschen an... wie hieß es nochmal? Saboteur. Da war es natürlich optisch deutlich geiler gelöst. Dass, wenn du in Gebiete kommst, die noch eingenommen sind von den Feinden, dass sie komplett schwarz-weiß sind. Das war schon optisch eine coole Sache. Aber das ist halt auch so eine Sache, ich meine, wie gesagt, das ist meine liebste Konsolengeneration. Aber in Sachen Open-World-Spiele sind da viele noch rudimentärer als sowieso, obwohl, ja doch schon sehr viele, sehr simpel. Auch hier, ihr seht da, es ist sehr viele, sehr kurze Missionen. Open World ist halt auch nicht viel zu holen, außer ein paar Nebenmissionen, die nicht sonderlich tiefgründig sind, nicht sonderlich spannend sind. Und auch die Nebenbeschäftigungen sind nicht sonderlich spannend hier in dem Game, sind wir mal ganz ehrlich. Aber, ja, das haben viele... Das ist ja das Traurige, ja. In dieser Konsolengeneration ist es halt so einfach so, ja, aber es ist halt eher traurig, wenn heutzutage Spiele immer noch sind. Okay. Ach Mist, sorry. So, Freunde. Wir können weitermachen. Gerade mal leider wieder einen kleinen Hustenanfall gehabt. Aber ich brauche jetzt ein bisschen Energie, Alter. Die Sau, warte. Okay, ich komme. Lauf einmal ganz kurz rum hier. Oder auch nicht. Alter, hier ist richtig Action. Hier ist richtig Action. Was ist denn hier los, Mann? Ah,
Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Geh rein. Nee, geh nicht. Nee, geh nicht. Ich dachte, es wäre wieder so ein Gullideckel oder so. Ja, was ist denn hier los, Alter? Dieser verkackte Truck, Alter. Dieser verkackte Truck dahin, Mann. Bruder, nervst du, Alter. Ich wollte eigentlich links lang, aber okay. Das gibt es doch nicht. Ja. Du dummer kleiner Pisser, Junge. Geh doch mal drauf jetzt. Was ist denn hier los? Was ist das? Für ein Dreck, Alter. Letzten Tötung? Ja, nehme ich mit bei dem Pisser da. Ja. Junge, das kann's doch nicht sein. Ey, was ein Krampf. Was ein Krampf. Das Gute, ja, Junge. Das habe ich aber ganz lange gerade gesucht. Hey Moya, ich bin unten im Kanal. Der Strom sollte bald wieder da sein. So. Na, endlich. Auf Drähten springen. Fang dich schon wieder an, ey. Fang dich schon wieder an, hier zu husten, ey. Hey. Hast du den Tiegeljacker beobachtet? Das dachte ich, der Typ sei ziemlich cool. Doch jetzt lässt er die meiste Zeit nur über dich. Vielleicht solltest du ihm einen Besuch abstatten. Das würde ich nur zu gerne. Aber keine Ahnung, wo er ist. Wahrscheinlich beim alten Fernsehsender im historischen Viertel. Wenn du ihn findest, verpasst ihm eine ordentliche Lektion. Er muss lernen, dass er zu weit geht. Ja, ja, Sieg. Man sieht halt kaum was, wa? Aber die sehen mich perfekt natürlich direkt schon von da hinten. Das ist natürlich entspannt, wenn die schön im Wasser sind. Einfach mal eine Ladung da rein pfeffern, ne? Und das macht es einfach direkt schon so viel dynamischer einfach. Oder? Einfach so viel geiler direkt. Komm runter. Also das Klettern, wie gesagt, das Klettern ist teilweise sehr, sehr hakelig. Aber wir haben es.
Strom ist wieder hergestellt. Alles gut, Mann. Games. Sehr gut. Gute Arbeit, Cole. Wenn Sie fertig sind, habe ich weitere Hinweise für Sie. Einer davon könnte zu John führen. Ach, Junge. Nimm's doch einmal mit. Sag mal, guckt euch das mal an. Was ist denn hier los, Alter? Er tötet mich einfach fast. Junge. Alter, was ist hier los, ey? Ohne Scheiß, wo ist der Wichser? Da oben, doch mal. Schwein nur, ey. Sehen Sie den alten Zug? Die Reaper halten dort Gefangene. Als Pfand, um sich bei den Leuten aus dem Neonviertel Respekt zu verschaffen. Es kann sein, dass John dort eingesperrt ist. Soll ich sie befreien? Nein. Sie befinden sich auf Reaper-Gebiet. Und sie töten alle, die fliehen wollen. Bringen Sie den Zug an einen sicheren Ort. Und wie soll ich das bitte anstellen? Schieben? Sie werden den Strom liefern. Halten Sie Kontakt mit dem ersten Wagen, dann wird erfahren. Okay. Los geht's! Ach, hau da ab, ey. Bleiben Sie ruhig da drin. Jetzt geht's los hier, ey. Das ist mal eine coole Mission, ey. Sowas wollen wir sehen. Mann. Die Reaper haben den Spannungsverteilerkasten unter den Schienen deaktiviert. Laden Sie ihn auf, bis die Anzeige komplett grün ist. Dann sollte die Fahrt weitergehen. Ich will ihn suchen. Wo ist der Scheißkasten? Geschafft. Kletter ein bisschen schneller. Sehr gut. Jetzt kann es mal richtig losgehen, ja. Ah, Scheiße. Na, wo ist der letzte? Energie. Schnell wieder auf den Waggon. Laden Sie den Verteilerkasten. Sie haben nicht viel Zeit. Was machst du? Geh doch einfach runter hier, Mensch, ey. Oder wenn's die. Ich sag halt, die Kontrolle. Noch eingeschaltet. Ist manchmal leider nicht so gegeben, ey. So, jetzt aber. Sehr gut. Einfach, genau. Sehr gut. Wow, hau ab hier, ey, das ist mein Ort. Hab ich ihn? Ich hoffe.
Na komm, guck mal, das meine ich halt mit dem Klettern. Also wir wissen ja, er kann sich ja festhalten, aber jetzt will er irgendwie, er will nicht so richtig manchmal. Er will manchmal nicht so richtig. Er will einfach nicht. So, jetzt aber. Wo ist er? Wo ist er? Schon wieder oder was? Oh Mann, Alter. Park doch nicht genau da, du Idiot. Das müsste doch... Müsste gerecht haben, oder? Ja. Weil diesmal hat er nichts gesagt. Aber müsste echt gerecht haben, ne? Ja. Sie sind fast da. Ich sage allen Bescheid, dass der Zug kommt. Sie werden an der Station warten. Enttäuschen Sie sie nicht. Los geht's. Er denn her? Was? Schwein nur, ja. Müssen wir wieder hier so einen Verteiler raus? So ein Stromding? Ja. So, wir selber können aber auch ein bisschen Strom gebrauchen, ja, gerade. Gar nichts mehr gefühlt. Sehr gut. Sie sind fast an der Station. Die Menge war überrascht zu sehen, dass der Terrorist ihre Angehörigen befreit hat. Gestern wollten sie meinen Kopf rollen sehen und jetzt tun sie, als wären sie meine Familie. Aber ehrlich gesagt, hat es gut getan, wenn auch nur kurz, wie ein Held behandelt zu werden. Sehr gut. Ich habe die Menge an der Station nach John abgesucht. Aber er war nicht da. Aber er war nicht da. Tja. Guter Zug. Nice. Okay. Haben Sie das auch gesehen? Ja, das haben wir auch gesehen. Oh Mann, ey. Was für Dullis einfach nur. Was für Volldullis einfach nur. Ja. Sehr gut. Sehr gut. 15 noch. Haben wir direkt wieder noch mal ein bisschen mehr Energy. Energy. So. Okay. Gut. Lass einmal ganz kurz nochmal schauen bei den Kräften. Wir haben 3700. Donnerschlag. Ich will hier nochmal. Maximale Minderung des Schadens, der Code zugefügt wird. Ja, nehmen wir das. Wie gesagt, kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Also 30% Schadensminderung. Na, immerhin. Erhöht den Nahkampfschaden. Echtes Potenzial. Nehmen wir das. Oh, wie viel haben wir jetzt noch? 500. Kann man mit 500 überhaupt irgendwas holen? Haben wir noch genug? Glaube nicht.
Bioabsorber. Peter Narkov schon. Ach ja. Ja, hast du erstmal. Heute wurden mit einer wagemutigen Aktion hunderte Gefangene aus den Fängen der Reaper befreit. Mehrere kleine Kommandos haben in Empire City einen Zug gestürmt, den die Reaper als Gefängnis verwendeten. Nach einem kurzen Schusswechsel wurden die Gefangenen befreit und die Reaper festgenommen. Das ist nur ein Beispiel für die großen Bemühungen der Regierung, Empire City wieder unter Kontrolle zu bringen. Okay. Ja, ja, klar, natürlich. Jungs, hört doch mal auf. Weißt du? Hört doch einfach mal auf. So, okay, Freunde. Ich würde sagen, es macht Bock. Es macht schon Bock. Klar, wie gesagt, man spürt sein Alter. Man spürt die Struktur. Das wird man heutzutage nicht mehr so machen. Und wie gesagt, Sucker Punch hat sich ja extremst gesteigert. Also wenn du das Spiel hier vergleichst mit Ghost of Tsushima, da sind natürlich Welten dazwischen. Hallo, hierher. Deswegen, aber mir macht's Spaß. Ich hoffe euch auch, wenn es der Fall ist, wenn ihr jetzt hier noch zuhört, Freunde, dann schreibt doch gerne mal als Codewort in die Kommentare Elektroschock. Einfach mal Elektroschock in die Kommentare, damit ich weiß, wer sich das hier komplett reinzieht. Ich hoffe, ihr habt Spaß an auch so ein bisschen älteren Spielen. Wenn ihr Vorschläge habt, lasst mich das gerne wissen. Ich hoffe, es kommt ganz gut an, das Spiel. Dann können wir, wie gesagt, auch gerne noch ein paar andere Spiele aus der Konsolengeneration nochmal zocken. Vielleicht auch nochmal für mich persönlich auch ein paar Spiele nachholen mit euch gemeinsam. Das hat ja zum Beispiel bei der Metro-Reihe echt sehr gut geklappt. Kam auch sehr gut bei euch an. Ja, also warum nicht? Ne? Genau das gleiche wie beim Brunnen. Warum tust du nichts dagegen? Ich habe einen ganzen Tanklaster mit dem Zeug hochgejagt. Ich dachte, das würde reichen. Irgendwo muss es ja herkommen. Die Leute werden nicht von alleine krank. Ich finde heraus, was los ist. Ja, ja. Ja, es ist schon wieder der schwarze Teer. Überall sind Kranke. Die einzige verbleibende Wasserquelle in der Gegend sind die Türme auf den Dächern. Okay, ich gehe hoch und sehe sie mir mal an. Okay. Dann kletter mal da hoch. Wow, was? Warum haut's mich denn so runter? Schon wieder halb tot oder was? Guck dir das mal an, die ganzen Blutflecken am Rand. Willst du mich verarschen eigentlich? Du haust mich jetzt nicht nochmal runter, da raste ich komplett aus. Verrecke, du Schwein. Zack, Alter. Bam. Gar keine Gnade mehr hier. Kletter doch einfach da hoch. Ruhe. Also möglich. Ein seltsames Metallfass ist mit dem Wasserturm verbunden. Es tropft hier. Mist. Ich habe es wohl noch schlimmer gemacht. Ich habe versucht, die Pumpe zu überladen. Jetzt ist noch mehr Teer ins System gelangt. Das ist gar nicht gut. Sprengen Sie das Fass das nächste Mal. Dann bekommen Sie zwar was ab, retten aber Leben. Konduit. Konduit, Junge. Einfach den Konduit erledigt. Teerfass der Reaper vom Wasserturm entfernen. Na klar. Geht das auch so, von hier unten? Oder muss ich genau perfekt das Ding treffen, ne? Okay, dann klettern wir doch hoch. Wenn ich die Pumpe überlade, bleibe ich unversehrt. Aber alle, die das Wasser erreicht, werden krank. Wessen Gesundheit ist mehr wert? Meine oder ihre? Okay. Ich weiß, es tut weh, Cole. Aber da müssen sie durch. Ansonsten werden zu viele Leute krank. Du weißt gar nichts. Was weißt du denn? Gar nichts weißt du.
Eine gute Tat steckt ihren guten Ruf. Naja, komm. Wo ist die Sau schon wieder? Wo ist der schon wieder? Wo? Oh, der ist der Übersniper! Das ist ja wohl ein Witz. Er ist der Übersniper-King. Er denkt es zumindest. Ah, sehr schön. Nimm die Scherbe schön mit, ey. Und tschüss. Ich muss näher ran. Na klar, müssen wir das. Au! Mein Hals. Eine gute Tat. Fahr Recke, sehr gut. Alter, ist der geflogen? Okay, dann müssen wir auch hin, ey. Zack, weg mit dir. Ziel immer nach oben, bitte. Ja. Komm, zeig dich. Bruder. Junge, was ein Katz-und-Maus-Spiel. Also ein richtig nerviges. Jetzt traut er sich. Alter. Ey, die KI ist vielleicht schlauer als gedacht, Alter. Junge, versteckt sich. Sobald ich hingucke, versteckt er sich sofort. Ich komm nicht da hoch, ey. Warte ab. Ich komm nicht da hoch. Warte kurz. Ja, ist gut. Eine gute Tat. Wir haben's verstanden, Spiel. Ja, wir verstehen das. Wenn wir gute Taten machen, kriegen wir einen guten Ruf, ja? Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ach, scheiße. Komm, lass los. Ba, 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 da. So. Na komm. Kann ich nicht aufladen? Warum lädst du nicht auf? Ah, hier. Ich dachte, die Antenne da oben auf dem Container. Nee, auf dem. Was ist das? Ja, doch. Hätte auch geleuchtet gerade. Kletter, wie noch nie zuvor. Eine gute Tat übrigens, Freunde, stärkt unseren guten Ruf. Sollte man bedenken, auf jeden Fall. Hui. Das wird sie ziemlich wütend machen. Wer zum Teufel sind Sie? Nur ein besorgter Bürger. Jetzt halten Sie still. Er stürzte sich auf mich und bohrte seine eisigen Finger in meinen Kopf. Erst war alles leer. Und dann begann er, mir Dinge zu zeigen. Schreckliche, unbeschreibliche Dinge. Genau in diesem Bruchteil einer Sekunde hatte ich verstanden, er hat mir die Zukunft gezeigt. Tod und Zerstörung von unermesslichem Ausmaß.
Als er mich losließ, wusste ich, dass alles seine Schuld war. Er hatte die Büchse der Pandora geöffnet und sie würde sich nie wieder schließen. Und alles hing mit der verdammten Strahlenkugel zusammen. Dann ist er verschwunden. Tja. Eigentlich ganz interessante Figur, oder? Komm wieder hierher, Alter! Hier wartet ein kühles Bierchen auf dich! Bin unterwegs. Ja, sag da nicht nein! So. Okay. Ich würde sagen, machen wir noch eine Mission? Komm, eine machen wir noch, oder? Wie gesagt, ich glaube, die Nebenmission mache ich vielleicht zwischendurch einfach so alleine, weil, wie gesagt, die sind absolut, absolut zu vernachlässigen, storymäßig. Ja. Ich doch nichts für. Das ist mein Problem. Nicht mein Problem. Ja, wie gesagt, die kann man vernachlässigen. Das wäre halt nur ganz cool vielleicht für die Fähigkeiten, weißt du? Und ein bisschen XP. Aber für die Videos ist jetzt irrelevant. Macht keinen Sinn, so großartig die da mit reinzunehmen. Habt ihr ja gesehen. Es sind nicht mal kleine Mini-Geschichten, es sind einfach nur irgendwelche Aufhänger, um eine Mission zu machen, die 2-3 Minuten geht und dann ist vorbei, ja. Wenn überhaupt 2-3 Minuten. Wenn überhaupt, ja. So. Ja, komm, eine machen wir noch, ja. Eine Mission machen wir auf jeden Fall noch. Widerlich! Hast du ein Spiel geschaut oder was? Mann. Warum beleidigen die Leute sich immer selber, weißt du? Was soll das? Ich habe mich über deine Freundin informiert. Oh ja. Ah, du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Sie ist vom FBI. Und zwar von ganz oben. Eine Superagentin. So eine, die geschickt wird, wenn es wirklich brenzlig wird und die Kacke so richtig am Dampfen ist. Vor 6 Monaten wurde sie in eine neue Abteilung namens Defender verlegt. Danach ist die Spur kalt. Einer meiner Jungs glaubt, dass sie für die DARPA arbeitet. Du hast Jungs? Ich meine es ernst, Mann. Hör mir endlich mal zu. Die DARPA ist der Drahtzieher aller geheimen Operationen. Es handelt sich um eine Pentagon-Abteilung, die niemandem untersteht. Wenn sie eine von denen ist, solltest du auf dich aufpassen. Ja. Und der Weihnachtsmann hat JFK erschossen. Wo ist das Bier? Der Standort der letzten Verteilerstation im Neonviertel wurde auf Ihr GPS geladen. Begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Okay. Ich muss auch sagen... Kumpel, weißt du, was mir Sorgen macht? Dass die Regierung die Strahlenkugeln in die Finger bekommen könnte. Hatten wir das Gespräch nicht schon mal? Ich weiß, du hältst mich für verrückt, aber denk mal drüber nach. Wenn das Ding Superkräfte verleiht, was sollte sie davon abhalten, es für die Armee zu verwenden? Oder die Cops. Wir könnten nichts dagegen tun. Das müssen wir auch nicht. Oh Mann, wach endlich auf. Sieh dich um. Wo ist das Rote Kreuz? Die Nationalgarde? Garantiert nirgends. Über das auf der Brücke haben sie gelogen. Sie tun alles, um an der Wacht zu bleiben. Wach doch auf, Alter, bevor es zu spät ist. Ey, diese Sprüche zwischendurch von... JFK oder so, oder Mahatma Gandhi oder was weiß ich, was man da schon gelesen hat, in die Ladesequenz ist irgendwie auch, ich weiß nicht, Alter, ich weiß nicht, wie passend das ist bei so einem Game. Ein bisschen, irgendwie ein bisschen komisch, ja. So. Sehr gut, warte. Zack. 8 Kerne noch, ja. Oder 8 Scherben. Je nachdem. Kletter doch. Kletter wie ein Mensch, Junge. Kletter wie ein Mensch, ey. Nicht wie ein Vollidiot.
Die nehmen wir mit. Sehr gut. So knapp, ey. Dran vorbeisingen ist natürlich auch bitter, Alter. Ich hole sie mir trotzdem. So. Sehr gut. Man muss ja auch sagen, auch damals, es gab ja nicht nur Infamous und auch Prototype auf der Konsolengeneration damals, sondern auf der Xbox auch noch Crackdown. War auch richtig geil. War auch quasi eigentlich ein super, also ein Spiel mit Superkräften, die auch keine Lizenz hatten in dem Sinne. Wenn du dann willst, kannst du eigentlich auch noch später dann... Oder war das schon Xbox One? Nee, das war schon Xbox One. Saints Row 4? War das Xbox One schon? Und PS4 oder was? Nee, warte mal. Nee, es war auch noch PlayStation 3, wa? Das war ja echt auch schon ein Superhelden-Game. Oder was heißt Superhelden-Game? Halt ein Game mit Superkräften so. Gab schon einige damals, oder? Das war schon. Wenn ich so überlege. Krass. Eigentlich schon. Und alle waren eigentlich. Alle waren ganz gut. Also alle haben mir Spaß gemacht. Infamous hatte ich meinen Spaß. Prototype hatte ich meinen Spaß. Crackdown 1 und 2 war richtig geil. Crackdown 3 war der größte Scheiß. Aber gut, das ist Microsoft-Style halt. Xbox One, richtige Müllscheiße, was die da fabriziert haben. Eigentlich alle Serien. Alle. Unfassbar, Alter. Eigentlich alle Serien gegen die Wand gefahren. Alle großen Serien, die sie hatten, gegen die Wand gefahren. Oder mit die schlechtesten Teile rausgebracht. Eins von beiden. So. Gut. Komm. Wie gesagt, die machen wir noch. Ich habe Informationen für Sie. Die Anführerin der Reaper heißt Sascha. Kein Nachname. Bis vor ein paar Monaten war sie ein hochrangiges Mitglied der Erstgeborenen. Sie trieb die Forschung voran. Sie meinen also, sie weiß, wo John ist? Sicher kann ich das nicht sagen. Aber selbst wenn nicht, Sie müssen sie ausschalten. Nur so können wir die Seuche unter Kontrolle bringen. Ich gebe Bescheid, wenn ich Ihre Position kenne. Okay. Ruhig. Ruhig. So, warte mal eben ganz kurz. Ah, leider brauche ich immer noch zwischendurch eine kleine Pause, weil ich immer noch krank bin. Beziehungsweise jetzt wieder noch kränker geworden bin, deswegen war die letzten Tage, als was ich jetzt den aktiv verfolgt den Kanal. Oder beide. Und mein Hauptkanal ein bisschen ruhiger wieder. Zum Kotzen. Aber gut, was willst du machen? Gerade zur heißesten Phase Ende des Jahres, weißt du? Dann krank werden als YouTuber. Schlecht, aber gut. Was willst du machen? Ist halt so. Gut, das Snipen quasi oder das gezielte Schießen. Auch ganz cool. Oh yeah. Natürlich.
Sehr gut. Du Schwein, ey, du Schwein. Ey, wo ich aber auch hier, wie gesagt, die ganze Zeit die Stimme von Sieg höre. Ey, Sly Cooper, auch so geil war. Ich liebe das Game. Oder die Reihe, besser gesagt. Sag mal, was willst du da machen, ey? Ich bin auf volle Kanne draufgeschwungen. Aber er hat sich nicht festgehalten und er ist auch nicht drauf stehen geblieben. Oh ja, klar, die leben wieder los. Los. Die schuben aber trotzdem ab, ey. Jetzt aber bitte. Na gut. Ja, erstmal hier rauf. Dann da ran. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wow! Da hat sich die Kamera irgendwie nicht so mitgedreht, wie ich es gehofft habe. Ja gut, das war jetzt schon die Mission, ne? Hm. Glaube ich, oder? Kommt da noch was Großes, Großartiges? Ja doch, glaube ich ja. Strom erstmal. Ja, gut. Ja. Cole, bist du da? Trish? Ein Flugzeug hat eine Kiste mit Medikamenten abgeworfen und jemand muss sie vor den Reapern schützen. Und der jemand soll ich sein. Du bist der Einzige mit Superkräften, den ich kenne. Und du bist mir, uns allen, was schuldig. Ich melde mich, wenn die Kiste sicher ist. Ach, der da, ey. Wollte er den irgendwie wiederbeleben, oder was? Ja, gut, komm. Dann noch eine. War ja wieder so eine kurze, knackige... Können wir doch nur mal eine machen, schnell. Ah ja, hier hoch. Hört doch mal auf! Eigentlich von allen Seiten, ey. Bin schon wieder fast tot, ey. Ich bin schon wieder fast tot. Thank you.
Jawohl. Komm. Scheiße, Mann. Ach, Kacke, Mann. Hey, wie? Also jetzt spätestens, ich wollte es eigentlich vorhin schon sagen. Die Moves teilweise erinnern mich so krass an Tuskenräuber aus Star Wars irgendwie. Ist der frei? Der ist frei, wa? Ein bisschen Strom, ey. Na komm! Gott, ist der dumm, Alter. Du Schweine und du dummes Schwein. Habt ihr's gesehen? Er kommt die ganze Zeit nicht und dann laufe ich hin und dann plötzlich schießt er, ey Junge. Also entweder ist es Zufall oder die sind echt schlauer als man denkt. Hey, hast du eine Sekunde? Ich habe eine Idee und ich will mit dir darüber sprechen. Ich habe gerade keine Zeit. Muss die Reaper bekämpfen. Diese Idioten laufen mir nicht weg. Und das hier ist wichtig. Dein Explosionsmove, um jemanden in die Luft zu schleudern, schweben zu lassen und dann zu erschießen. Wir müssen deinen Moves Namen geben. Das passt jetzt gerade nicht. Wir könnten ihn den Vollstrecker nennen, weil ihn niemand überlebt. Wir können ihn auf ein paar T-Shirts drucken und so richtig Kohle machen. Denk mal drüber nach. Du hast die Muckis, ich das Hirn. Oh, was redest du für eine Scheiße? Sieg, Sieg, Sieg. Gar nicht gut. Ich sehe halt nichts. Junge, da verpisst euch doch, Alter. Holy shit. Warum muss er genau hier Schutz suchen jetzt, weißt du? Oh Gott, wie knapp ist das jetzt gewesen, ey. Kann ich dabei irgendwie helfen? Nein, geht schon. Und Cole, danke für deine Hilfe. Heißt das, wir reden wieder? Mal sehen. wie sie ihn einfach stehen lassen hat mit dem Gesichtsausdruck von ihm. Scheißdreck, Alter. Was macht er denn da? Junge, break das Ding. Alter, was? Sie ist im Jefferson-Tunnel. Gehen Sie zu den Koordinaten auf Ihrem GPS. Alles Weitere erfahren Sie vor Ort. Alter, ich hatte kurzzeitig, die wäre damals schon so krass gewesen, ey. Die von Olympia aus, wo war die? Von Australien, ne? Die Breakdancerin. Junge, erstes Mal olympisch und dann nie wieder gefühlt. Ich glaube, bei der nächsten Olympia ist es ja schon nicht mehr Breakdance.
Und die hat einfach im Alleingang alles zerstört. Das ist immer unfassbar. So schlecht einfach. So unfassbar schlecht. Scheiße, Mann. Schande eigentlich, ey. Schande, richtige Schande eigentlich. Man kann ja verkacken und so, ist ja nicht schlimm, weißt du, aber das war ja wirklich einfach nur. Das ist einfach nur eine Frechheit gewesen. Mann, Mann, Mann. Gut. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich habe mal geschaut, wenn man ungefähr die Parts so lang lässt, dann würden es vielleicht 3 Parts werden. So lang ist das Spiel nämlich nicht, wenn man jetzt für das Video sich voll, also für die Videos sich auf die Hauptmission konzentriert. Aber selbst wenn du die Nebenmission mitnimmst, dann hast du auch nicht so viel mehr. Ah, guck mal, das können wir mal angucken kurz. Die groß angelegten Hilfsaktionen in Empire City. Tonnen Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter über den Archer Square abgeworfen hat. USTV wurde mitgeteilt, dass die Hilfe rund um die Uhr weiterlaufen wird. Beobachter vergleichen das Ausmaß der Aktion mit der Berliner Luftbrücke, die die Versorgung der Westalliierten gesichert hat. Es gibt Hoffnung für Empire City. What? Wahrscheinlich. Junge, wie man übertreiben kann. Wahrscheinlich war es auf dem Level von Berliner Luftbrücke. Heiliger Bimbam, Junge. Eieiei. Also, das ist ja wirklich... Und wie gesagt, auch die Sprüche dann zwischendurch in den Ladesequenzen von den ganz großen Figuren der Menschheitsgeschichte. Ich weiß ja nicht. Es ist ja, okay, ein bisschen übertrieben, oder? Gut, okay, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja Bock auf mehr. Lasst mich das gerne wissen, dann können wir das sehr, sehr gerne weiterzocken. Wie gesagt, mir macht Spaß. Und ja, ich hoffe euch auch. Lasst mich gerne wissen, ob ihr Bock habt auf mehr. Unterstützt es denn dementsprechend auch. Und bleibt gesund, Freunde. Ganz wichtig. Und haut rein, lasst euch gut gehen. Und tschüss.